Das iRights Lab präsentiert Amit in Transit, der Podcast über datengetriebene Mobilität. Hallo, Mobilität der Zukunft, das ist ein Thema, das häufig in den großen Städten spielt. Aber was ist mit dem Land? Während wir hier in Berlin ein Überangebot an allerlei neuen Mobilitätsangeboten haben, sieht es in weiten Teilen Deutschlands ganz, ganz anders aus. Schulbusse, die nur zweimal am Tag fahren und die Abhängigkeit vom eigenen Auto kenne ich nur zu gut. Selbst vom platten Land kommend will ich nicht akzeptieren, dass die ländlichen Räume immer weiter zurückfallen. Deswegen habe ich mir für diese Folge zwei Profis aus Wissenschaft und der Praxis eingeladen. Wir sprechen darüber, welche Mobilität es auf dem Land braucht. Dann hat sich im Laufe der Zeit auch wirklich dieser Effekt eingestellt, dass ja mittlerweile hunderte von solchen Verkehren auch im ländlichen und im suburbanen Raum sich etabliert haben, weil durch die Digitalisierung das Ganze einfach möglich ist. Und warum es wichtig ist, die ganze Bevölkerung mitzunehmen. Klimaneutralität erreichen zu wollen in Deutschland bis 2045. Das ist sicherlich erreichbar, aber wir schaffen das nicht, wenn wir nicht die Bevölkerung mitnehmen und vor allen Dingen alle Teile der Bevölkerung mitnehmen. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, mein Name ist Michael Varia Scholz und ich bin einer der Gründer und der CEO von Yoki. Und Yoki ist dafür da, die Welt und die Umwelt ein bisschen besser zu machen. Und das machen wir, indem wir Lösungen schaffen für weniger Individualverkehr und weniger Autos und damit auch weniger Verkehr. Und dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die Räume, wo es besonders notwendig ist, nämlich den suburbanen und auch den ländlichen Raum. Und wir schaffen also Lösungen ohne Autos. Und wie gelingt uns das? Wir bringen dort On-Demand-Verkehre auf die Straße. Das heißt, flexible und auf Abruf bereitgestellte Mobilität für jede und für jeden. Ja, wir haben das Ganze jetzt bereits 70 Mal in ganz Europa digital auf die Straße gebracht, machen das mit sehr vielen starken Partnern, machen auch Mobilitätsanalysen. Ja, und das macht ganz schön viel Spaß und ich freue mich darauf, darüber ein bisschen berichten zu dürfen. Das heißt, du kümmerst dich um die Praxis und für die Wissenschaft haben wir sozusagen Christine da. Wer bist du denn und was machst du? Ja, hallo, ich bin Christine Hoffmann. Ich vertrete im Moment den Lehrstuhl Dekarbonisierung und Transformation der Industrie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg. Und ich bin heute hier, weil ich ein Projekt mitbearbeite, das sich auch um Demandverkehre dreht, wo wir verstehen wollen, wann Menschen unter welchen Bedingungen denn das Auto stehen lassen. Ich habe also sozusagen die verhaltensökonomische Perspektive darauf. Wie kriegen wir die Menschen denn dazu, die Angebote zu wählen, die hier hoffentlich noch vorgestellt werden? Von Haus aus bin ich Umweltökonomin, also schon immer mit Themen beschäftigt, die sich irgendwie darum drehen, unsere Umwelt zu schützen und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Das klingt so, als ob ihr ganz ähnliche Missionen habt mit eurer Arbeit. Ich will euch erstmal eine ganz grundlegende Frage stellen. Und zwar, laut der Vereinten Nationen werden ja 2050 ganze 70% der Menschen in urbanen Gebieten leben. Tatsächlich ist es auch so, dass wir Energie sparen, wenn mehr Menschen auf engerem Raum zusammenleben. Und das bedeutet, wenn Städte dichter besiedelt sind, dann können wir Energie sparen. Und Energie sparen müssen wir ja. Müsste man da nicht eigentlich sagen, ja, wir lassen das mit dem Anschluss des ländlichen Raums und der suburbanen Räume, weil das ist eigentlich gar nicht so sinnvoll? Ich habe dazu zwei Gedanken. Der erste ist, dass ich glaube, dass wir uns gerade vor dieser Herausforderung, vor der wir stehen, Klimaneutralität erreichen zu wollen in Deutschland bis 2045, dass wir uns das absolut nicht leisten können, Teile der Bevölkerung davon auszusparen. Die andere Seite ist, dass ich tatsächlich glaube, dass wir unheimlich große Herausforderungen bezüglich der Akzeptanz vor uns haben, weil dieses Ziel zu erreichen tatsächlich ein teures wird. Das ist sicherlich erreichbar, aber unter großen politischen und ökonomischen Anstrengungen. Und wir schaffen das nicht, wenn wir nicht die Bevölkerung mitnehmen und vor allen Dingen alle Teile der Bevölkerung mitnehmen. Und ich glaube, die demokratischen Prozesse, die wir haben, sollten unbedingt darauf achten, dass wir Akzeptanz von möglichst vielen Teilen der Bevölkerung in Deutschland mitnehmen auf diesem Weg und ihnen die Vorteile zeigen und ihnen zeigen, wie und auf welche Art und Weise das schaffen können, wie alle davon profitieren können.
Und deswegen glaube ich, dass das eine ganz wichtige Maßnahme ist, sich gerade die ländliche Bevölkerung anzuschauen. Ja, ich kann das nur ergänzen, Christine. Ich glaube auch, also wir haben da 55 Millionen Deutsche, also die Zweidrittelmehrheit, die im Umland der Städte und auf dem Land leben. Und die sind alle noch nicht mit verlässlichem Nahverkehr versorgt. Und ich hoffe ja auch, dass die Menschen, die dann alle in der Stadt leben, so viele es auch sein mögen, irgendwann mal rausfahren möchten, um durchzuatmen im ländlichen Raum. Und da müssen wir natürlich auch Angebote schaffen, die es ermöglichen, dass nicht jeder mit seinem eigenen Auto den Flächenverbrauch weiter pusht und dementsprechend halt eben auch Alternativen schaffen. Weil gerade die Zweit-, Dritt-, Viert-PKWs, die sind alle im suburbanen und ländlichen Raum zu finden. Und für solche Probleme, sage ich mal, ich nenne es mal bewusst Probleme, da brauchen wir smarte und bessere Lösungen in der Zukunft. Durch Technologie entstehen ja auch ganz andere Trends und ich weiß halt nicht, wie passgenau diese Prognose ist, wenn ich mir alleine überlege, was durch die Breitbanderschließung auch im ländlichen Raum passiert. Wir sehen ja gerade auch einen Trend, dass viele Leute sich wünschen, halt eben viel naturnäher auch leben zu wollen. Und das Zweite ist auch sicherlich autonomes Fahren. Also wenn die Möglichkeiten bestehen, das Mobilitätsthema nachhaltig zu lösen, dann wird ja der ländliche Raum auch wiederum attraktiver als der städtische Raum. Und das sind natürlich alles Trends, von denen ich glaube, dass die nicht unbedingt dazu führen, dass die Ballungsräume vielleicht so rasant wachsen, wie prognostiziert bis 2045. Ich muss kurz dazu sagen, ich komme auch vom Land. Also ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn es nur den Schulbus gibt und sonst gar nichts. Wie kriegt man denn die Menschen dann dazu, im ländlichen Gebiet ihr Auto stehen zu lassen? Also vielleicht kann ich das mal aus der Yuki-Perspektive sagen. Wir glauben, dass wir eine deutlich bessere Alternative anbieten müssen als der Schlüssel des Autos, der halt vor der Garage steht, wo man direkt einsteigt. Also die sogenannte Anpassungszeit, die müssen wir verkürzen. Wir sehen halt also ganz klar, je weiter die Haltestelle entfernt ist und je schlechter die getaktet ist, desto weniger ist das überhaupt eine Alternative. Und wenn wir es schaffen, diese Haltestellen, ich sag mal, auf 100, 200 Meter von der Haustür zu etablieren, dieses Ganze nur auf Bedarf fährt, das muss ja auch irgendwie finanzierbar bleiben, und damit auch Zubringerverkehre schaffen zu Rennstrecken wie einer S-Bahn oder halt eben auch dem Fernverkehr oder einer Regionalbahn, die ja an sich schon viel schneller ist, um vielleicht zum Beispiel in den Stadtkern zu gelangen, dann sind das echt gute Alternativen für die Menschen, die sie zum Umdenken anregen halt auch. Also insgesamt haben wir so verhaltensökonomisch gelernt, dass der Mensch sich daran orientiert, wie lange brauche ich denn von A nach B? Und wenn er, ich sag mal, 20% schneller ist als mit dem eigenen Auto, dann ist er auch dafür bereit, ein anderes Verkehrsmittel zu wählen. Und das Zweite ist sicherlich ein Trend. Wir müssen es auch preislich attraktiv machen. Und da wollen wir auch ansetzen zu sagen, wir machen ein deutlich attraktiveres Angebot. In der Regel machen wir das oder unsere Partner machen das elektromobil, sodass da auch deutlich weniger Emissionen in die Luft geraten. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Triggerpoint, wo viele Menschen sagen, ein eigenes Elektroauto will ich mir oder kann ich mir vielleicht gar nicht anschaffen. Und dementsprechend habe ich da auch nochmal eine umweltfreundliche Alternative. Christine, wie siehst du das? Ist das schon der goldene Schlüssel oder hast du noch andere Lösungen im Petto? Ja, also ich glaube, Michael hat hier schon ganz viel Wichtiges gesagt. Ich glaube, dass für viele tatsächlich Zeit viel ausmacht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich eine Preisfrage ist, die ja auch in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute auf dem Land Mobilität auch mit einem Stück Freiheit verbinden, ne? Und gerade die On-Demand-Verkehre, die angesprochen wurden, können das natürlich in einem begrenzten Rahmen bieten, aber sie können. Und ich glaube, desto besser sie konzipiert sind, desto mehr ist da möglich. Ich glaube auch, dass autonome Systeme einen großen Beitrag leisten können und dass tatsächlich eine Veränderung der Antriebssysteme auch einfach kommen wird, also dass wir auch da einfach vor technologisch neuen Möglichkeiten stehen, wenn schon motorisierter Individualverkehr, dann emissionsärmer auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es hier nicht die eine Lösung gibt. Also wir müssen kombinieren und On-Demand ist sicherlich ein großer wichtiger Faktor, der hier viel leisten kann, wird aber gerade aufgrund der Heterogenität, die wir auf dem Land vorfinden, durch andere Systeme ergänzt werden müssen.
Ihr habt gerade Zeit und Preis angesprochen, aber wie ist es auch mit der Akzeptanz von neuen Technologien an dieser Stelle, auch von ganz anderen Angeboten? Ich bin immer so ein bisschen pessimistisch, was Verhaltensänderungen angeht, weil wir ja doch auch große Beharrungskräfte haben, das zu tun, was wir eben schon kennen. Seht ihr das auch als Breaking Point sozusagen, diese Akzeptanz? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Hürde zu schaffen, die Hürde zum ersten Ausprobieren sozusagen. Also vom Prinzip her, dass ein Euro-Ticket für die, die noch nie gefahren sind, vielleicht auch einfach nur so einen Schlüssel zu allen aufschließen, die probieren und die übers Probieren die Vorteile erleben können. Ich glaube, dass ganz viele Forschungsprojekte das machen können, also die den Startpoint liefern, um dann weiterzulernen. Gerade auch mit den älteren Bevölkerungsschichten glaube ich, dass es unheimlich großes Potenzial gibt, gerade im ländlichen Raum, gerade in strukturschwachen Regionen, ob es um Verkehrsnutzung für medizinische Zwecke geht zum Beispiel, ne? Ob es dazu geht, überhaupt wieder Zugang zu anderen Personengruppen zu haben. Das ist so ein großes Potenzial, was da möglich ist. Und ich glaube, wenn man diese eine Hürde der ersten Nutzung und des Fühlens, was habe ich davon, überwunden hat, dass es unheimlich große Möglichkeiten gibt. Also vielleicht kann ich da auch noch eine kleine Anekdote oder Geschichte auch zu Bad Birnbach in Bayern erzählen. Dort haben wir ja den ersten autonomen Linienbetrieb seit 2017 am Start. Im Prinzip auch ein Shuttle halt, in dem Fall ohne einen echten Fahrer drin, sondern es ist nur noch ein Sicherheitssteward an Bord, der im Notfall eben auch einen Notstopp einleiten kann. Dieser autonome Linienbus, der hat halt eine Geschwindigkeit, die liegt bei 16 bis 18 km/h. Der fährt also ganz normal auch im Regelverkehr. Und in Bad Birnbach gibt es halt eben auch Kurbetrieb, aber man hat halt dort gesehen, dass auch gerade dort, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich halt, dass das wunderbar adaptiert worden ist, dieses Angebot. Und dort sieht man auch, dass mit solchen einfachen Angeboten, und das autonome Fahren nimmt ja mit Level 4, Level 5 erst so richtig Fahrt auf in den kommenden Jahren, man schon wahnsinnig viel erreichen kann. Also da sind jetzt 65.000 Fahrgäste befördert worden, über 60.000 Kilometer sind damit gefahren worden. Und wenn das Ganze dann halt auch noch ohne Sicherheitspersonal und Steward funktioniert und man kann die noch enger takten, dann ist das gerade im ländlichen Raum eine echte Alternative. Ja, apropos smarte Alternativen, ihr habt ja einige geschaffen. Müsst ihr dann quasi mit jeder Kommune ganz andere On-Demand-Lösungen finden, weil die sind ja sehr unterschiedlich? Ja, das ist tatsächlich so. Das sind immer sehr passgenaue Lösungen, die wir da finden. Wir haben auch ein Team, was sich mit Analysen beschäftigt. Wir nennen das Mobility Analytics. Und dort haben wir einen riesengroßen Datenpool aufgebaut. Das sind halt zum einen soziodemografische Daten, dann sind das Fahrplandaten, Haltestellendaten und Daten auch, wie sich Menschen bewegen von A nach B. Das passiert zum Beispiel über anonymisierte Mobilfunkdaten. Und mit solchen Analysen gehen wir immer in den jeweiligen Raum rein, wo wir gerade halt von der Kommune oder vom Verkehrsbetreiber entsprechend angefragt werden und gucken uns wirklich passgenau an, welches Angebot macht denn hier besonders viel Sinn? Wo kann man vielleicht ein paar Buslinien entsprechend beschleunigen, die normalerweise an jeder Milchkanne halten, dass man da vielleicht einen Expressbus durchlegt und den dann halt wiederum mit smarten On-Demand-Angeboten entsprechend als Zubringer verkehren. Das heißt, es ist so, ihr sagt nicht allen so, hier On-Demand ist super, macht das mal alle, sondern ihr schaut auch wirklich auf die anderen ÖPNV-Lösungen. Absolut. Also wir gucken uns wirklich das Gesamtbild an. Wir gucken uns auch an, wie sich die Menschen bewegen. Also wie viele fahren mit dem Fahrrad, wie viele gehen zu Fuß, wie viele fahren mit ihrem eigenen Auto. Und dazu gibt es eine passgenaue Lösung. Wir wollen ja insgesamt auch den Verkehrsmix verbessern. Und deswegen sage ich halt auch, viele solcher neuen Angebote, die sich ja insbesondere in den Ballungszentren der Städte derzeit befinden, die kannibalisieren sich unterschiedlich halt auch. Also insbesondere auch der Bestands-ÖPNV, der ja vom Flächenverbrauch sehr, sehr nachhaltig ist, wird dort kannibalisiert. Und da muss man aus meiner Sicht sehr, sehr genau hinschauen, ob es wirklich Sinn macht, über ein bestehendes attraktives ÖPNV-Netz, wie zum Beispiel S-Bahn, Schnellbusse, nochmal ein weiteres Netz mit On-Demand-Verkehren drüberlegt. Gerade im nordamerikanischen und beim asiatischen Raum hat man da sehr viele negative Rebound-Effekte, zum Beispiel durch Uber, erlebt. Und das gucken wir uns eben datengetrieben vorab an und beraten dann auch wirklich, was Sinn macht, aber auch was eben keinen Sinn macht. So ehrlich muss man da auch wirklich sein. Ja? Und wovon ratet ihr in der Regel ab? Kommen die dann immer, wir wollen jetzt autonome Shuttles überall haben und ihr sagt, nein. Auch das ist sehr individuell. Also ich sag mal, bei den autonomen Shuttles muss man halt derzeit noch gucken, was dort technisch machbar ist. Was man pauschal sagen kann, wo wir sagen, macht es nicht, ist einfach eine Kannibalisierung von verschiedenen Angebotsformen halt auch. Also wo wir eigentlich mehr Verkehr
mehr Emissionen auf die Straße bringen, als wir vorher hatten. Dann lasst uns mal in eine ganz spezielle Region reingucken, und zwar das Braunkohlerevier Lausitz. Christine, du beschäftigst dich ja mit dieser Gegend ziemlich intensiv und mit der Mobilität vor Ort. Und ihr habt ein Empfand-Projekt gestartet. Kannst du mir darüber mehr erzählen? Ja, das ist das Empfand-Projekt Citran. Was das Projekt macht, ist tatsächlich, sich die Region ziemlich genau anschauen. Und das ist eine Energieregion. Traditionell sind wir mit dem Braunkohletagebau beschäftigt. Das ändert sich. Also während in den letzten Jahren unheimlich viele weggezogen sind, wir überalterte Bevölkerung hatten und auch immer noch haben, haben wir im Moment so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung. Und jetzt hat man tatsächlich die Möglichkeit, doch relativ viele junge, vielleicht auch Rückkehrer, aber auch junge Leute, junge Arbeitskräfte herzubekommen und die Region zu ändern, aber natürlich auch die Mobilitätsanforderungen zu ändern. Also es war tatsächlich eine sehr abgehängte Region, was die Mobilität angeht. Und das ist was, was wir unheimlich stark verbessern müssen, einfach auch um diesen Aufbruch zu schaffen. Das Projekt Citran beschäftigt sich genau mit diesem Problem und geht praktisch in so eine kleine Lücke rein, die Michael ihr so aufgezeigt hat. Also wir versuchen auch datengetrieben natürlich zu verstehen, was sind hier die Mobilitätsformen, die bisher genutzt werden. Das ist natürlich gerade, sobald man aus Cottbus rausgeht, der motorisierte Individualverkehr, das ist so. Und jetzt wollen wir einerseits über sozioökonomische Daten, aber auch über Alternativangebote, die den Menschen aufgezeigt werden, verstehen, wann und unter welchen Bedingungen würden sich die Menschen denn für welche Alternative entscheiden. Das heißt, wir wollen über einen sogenannten Crowdsourcing-Ansatz arbeiten. Wir nutzen die App Wohin du willst der Bahn, die hier in der Region noch nicht implementiert ist. Und wir passen die ein bisschen an und bringen die sozusagen unter die Bevölkerung, um mit der App Menschen die Möglichkeit zu geben, auszuwählen, unter welchen Bedingungen würdest du denn welche Alternative benutzen. Also wir haben zum Beispiel einen On-Demand-Bus, der würde jetzt fahren, der würde dich so und so viel kosten, der würde aber so viel CO2-Einsparung im Gegensatz zu eben der Nutzung des Autos bringen, würdest du das jetzt nutzen. Und die versuchen einfach so viel wie möglich Menschen zu bekommen, die diese App nutzen und die uns die Informationen geben. Unter diesen Bedingungen würde ich diese Alternative wählen und versuchen einfach zu verstehen, was treibt denn. Wie gering muss denn der Preis sein zum Beispiel? Kann man Leute mit eingesparten CO2 anreizen? Kann man die da triggern? Kann man über Peer-Effekte triggern? Kann man sagen, hey, 10 deiner Nachbarn sind aber emissionsärmer als du? Zum Beispiel. Und das sind alles solche Sachen, die man in der App relativ gut integrieren kann und über die wir jetzt sozusagen ausprobieren wollen, welche Alternativen müssen her, welche helfen uns und unter welchen Bedingungen. Ist es eine App, die hauptsächlich darauf abzielt, Daten zu generieren, gerade über so Verhaltensänderungen? Oder geht es quasi auch schon um das Triggern der Verhaltensänderungen im Sinne von so ein Gamification-Ansatz. Übrigens, dein Nachbar ist klimaschonender unterwegs als du. Willst du nicht auch mal das Programm nutzen? Oder was ist da in Planung? Genau, also tatsächlich ist das, was noch ein bisschen schade ist, also der Step, der noch fehlt, ist tatsächlich die Verhaltensänderung. Im Moment können wir nur über diese App Verhaltensabsichten sammeln. Wir zeigen, also Person A gibt ein, sie möchte von X nach Y. Und wir können dann verschiedene Mobilitätsangebote anzeigen lassen, können auch zum Beispiel über Gamification-Ansätze dann zeigen, wie sich andere verhalten haben. Und wir bekommen dann das Feedback, welche ausgewählt werden würde. Da aber diese Verkehre noch nicht implementiert sind, das ist im Moment noch keine Verhaltensanpassung, sondern tatsächlich eine Verhaltensabsicht, die uns aber schon mal eine Info darüber gibt, was denn passen könnte. Als Ziel des Projektes tatsächlich zu verstehen, geben die Leute, die hier vor Ort sind und die die Mobilität brauchen, gegeben, das ist so und so teuer oder gegeben, sie können so viel CO2 einsparen oder gegeben, wir können sie so und so anreizen, wäre diese Mobilitätsform hier am entscheidendsten oder am besten passend. Was ist denn da der Zeithorizont und was ist der bestmögliche Outcome für dich persönlich? Also was wünschst du dir von dem Projekt? Der Zeithorizont ist insgesamt 3 Jahre. Das Projekt ist im Dezember letzten Jahres gestartet, geht also noch bis 2024. Also mein persönliches Ziel ist, dass wir am Ende tatsächlich was machen. Also wir führen die jetzt ein, wir versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Und ich bin gerade schon dabei zu schauen, dass wir ein Anschlussprojekt finden, wo wir dann das tatsächlich implementieren können, wo wir schauen können, okay, wir haben es verstanden, wir haben rausbekommen, dass es hier so laufen könnte und jetzt möchten wir es noch probieren.
Okay, ja, cool. Und eine Sache, die mich immer noch so umtreibt, es gibt ja, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, große Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Wie seht ihr das? Also wie können sich auch klamme Kommunen, von denen es ja leider in Deutschland viele gibt, eben auch einen innovativeren ÖPNV denn leisten? Also ich glaube, zum einen ist es halt sehr, sehr gut, dass es halt erstmal viele, viele Förderprojekte und Mittel gibt, halt auch vom BMDV und vielen, vielen anderen. Das ist ganz wichtig, um diese Transformation in der Mobilität auch wirklich hinzubekommen, halt. Weil erstmal verharre ich ja im Status quo. Ich habe Linienverkehre und die sind schlecht getaktet, sage ich mal oftmals. Das ist erstmal das Wichtigste, also wirklich das zu fördern, was ja auch derzeit passiert und auch für alle Kommunen, egal ob finanzstark oder nicht finanzstark, zur Verfügung steht. Das Zweite ist tatsächlich, wenn man, und das machen immer mehr Kommunen, ganzheitlich, holistisch auf diese Sachen draufschaut und sich mal die Kosten, die der gesamte ÖPNV zum Beispiel in einer Region erzeugt, anschaut, also ich sag mal alle Linienverkehre und sonstigen Angebote, und die dann auch ganzheitlich optimiert und einen besseren Mix hinbekommt, dann muss es nicht heißen, dass das Ganze unbedingt teurer wird. Und wenn man dann halt auch noch einbezieht, dass man halt eben die Bevölkerung, die da ist, halt glücklicher macht, Seiteneffekte, die auch nochmal positiv auf so eine Gemeinde oder eine Kommune wirken. Dritter Punkt ist die Gemeinschaft. Es gibt eine sehr, sehr große Anzahl von Bürgerbussen in ganz Deutschland. Es gibt ja sehr viele Menschen auch, die vielleicht in Rente sind und sagen, ich möchte trotzdem noch gerne was tun für die Gemeinschaft. Und die sitzen dann halt auch und fahren diesen Bürgerbus. Und dementsprechend kann man das auch über ehrenamtliche Tätigkeiten attraktiver gestalten. Auch eine Win-Win-Situation für alle. Es ist nicht unbedingt eine Geldfrage an der Stelle. Es ist vielfach auch eine Frage des gestalterischen Willens. Ja, es muss einer da sein, der das machen will und der das toll findet. Und der hat, glaube ich, in Deutschland alle Möglichkeiten, das über Förderprojekte, wie Michael schon gesagt hat, sich Unterstützung zu holen. Und ich glaube, zusätzlich zu den drei Sachen, die Michael schon gesagt hat, darf man auch so Spillover-Effekte einfach nicht vergessen. Ne? Also wenn eine reiche Gemeinde das nebenan gut macht und gut zeigt, wie es geht und es davon immer mehr gibt, heißt das auch, dass es auch für ärmere Gemeinden mehr Erfahrung gibt und mehr Wissen, wie ich das mache und man davon profitieren und lernen kann. Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt so ist, dass man das alles auf gleichen Ebenen einführen muss. Es muss Vorreiter geben, die müssen zeigen, wie es geht und die müssen auch zeigen, wie es eben kosteneffizient geht. Müssen auch zeigen, dass es eben nicht unbedingt nur teuer und mit viel Aufwand, sondern mit jemandem, der es durchsetzen will und kann, zu schaffen. Ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wenn wir da konkret nochmal auf die On-Demand-Shuttles gucken und Services, gerade wenn die in den ÖPNV integriert werden, dann sind die ja auch meistens nicht so viel teuer als ein normales ÖPNV-Ticket. Ist das nicht ein totales Subventionsgeschäft für viele Kommunen? In der Anfangsphase ist es ein Subventionsgeschäft, weil man muss ja auch erstmal schaffen, halt die Menschen halt in diese Shuttle zu bekommen. Dafür dienen auch sehr stark diese Förderprojekte. Aus einer ÖPNV-Sicht ist das Ganze aber sehr, sehr gewinnbringend, weil ich damit ganz andere Bevölkerungsschichten auch für den ÖPNV begeistern kann. Und wir sehen halt sehr viele Effekte halt deutschlandweit, dass einige, und das ist auch eine signifikante Anzahl von Menschen, dann dazu bereit sind zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt fast von der Haustür abgeholt werde oder auch am Wochenende immer noch gut von A nach B komme, dann kaufe ich mir auch den Grundtarif des ÖPNVs und trete dieser, ich sag's mal, Solidargemeinschaft bei. Und dementsprechend steigen dadurch auch die Einnahmen halt der ÖPNV-Anbieter. Mhm. Und das ist natürlich auch das Kalkül, dass man in das Gesamtsystem ÖPNV eher und schneller auch einsteigt. Das ist allerdings eine zeitlich versetzte Perspektive, denn erstmal müssen sich diese Angebote ja auch flächendeckend etablieren. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund zum Beispiel, der ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorbild. Die haben das jetzt im ganzen hessischen Rhein-Main-Gebiet ausgerollt, mittlerweile in 7 verschiedenen Gemeinden. Und dort kann ich dann überall mit einer App diese On-Demand-Angebote auch buchen. Und wenn sich das weiter durchsetzt, dann ist das halt eine sehr attraktive Alternative zum Auto. Und trotzdem gibt es ja immer mal wieder On-Demand-Pilotprojekte, die dann wieder eingestellt werden. Woran liegt das in der Regel?
Ja, in der Regel liegt das daran, dass man manchmal nicht das Durchhaltevermögen hat und auch diese von mir angesprochenen zeitlichen Effekte ein bisschen zu schnell sehen möchte. Weitere Themen sind auch wirklich, dass Förderungen zu schnell auslaufen. Was zum Beispiel jetzt immer mehr gemacht wird, ist, man sukzessive die Förderungen zurückfährt. Das ist ganz gut. Am Anfang trägt zum Beispiel der Bund 60% und dann versuchen sich die ÖPNV-Unternehmen immer mehr selber in diese neuen Verkehre halt entsprechend schlau zu machen und dann geht die Förderquote immer weiter zurück. Habt ihr eigentlich von Anfang an euch auf den lokalen und suburbanen Raum fokussiert oder kam das erst so Step by Step? Wir haben das tatsächlich von Anfang an 2016, 2017 genau darauf konzipiert und gedacht. Also wir wurden da halt schon ein bisschen ausgelacht vor 5 Jahren. Da war natürlich sehr stark das Thema, wo ist die Bevölkerungsdichte am größten und dergleichen und wo kann man den profitabelsten Business Case bauen. Aber wir haben das immer halt schon ganzheitlich gedacht. Und dann hat sich im Laufe der Zeit auch wirklich dieser Effekt eingestellt, so 2018, 2019, dass ja mittlerweile hunderte von solchen Verkehren auch im ländlichen und suburbanen Raum sich etabliert haben, weil durch die Digitalisierung das Ganze einfach möglich ist. Also diese Smartphone-Verbreitung ist da und man kann halt diese Verkehre deutlich intelligenter und effizienter steuern. Christine, wir haben jetzt gerade schon über eure Region gesprochen, auch über Cottbus. Wenn du jetzt in ganz Deutschland schaust, wie würdest du dir die Zukunft der Mobilität wünschen? Nachhaltig und heterogen tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Lösung alles erreichen. Wir haben vorhin über die Faktoren gesprochen, die dazu führen, dass ich das Auto stehen lasse. Hanna hat Michael gesagt, das sind Kosten und Zeit. Und ja, das macht ganz viel aus. Aber wir haben auch über viele alte Leute gesprochen, für mobilitätseingeschränkte Leute, für denen das total irrelevant ist, ob sie jetzt eine halbe Stunde mehr oder weniger unterwegs sind und wo es wirklich eine soziale Komponente hat und eine des Treffens und des Zusammenseins. Und ich glaube, dass der Verkehr hier auch unheimlich viel leisten kann. Also ich wünsche mir für Deutschland einen nachhaltigen Verkehr, einen CO2-freien am liebsten. Ich glaube aber auch, dass wir ganz viele mögliche Lösungen haben und die auch einsetzen müssen und schlau kombinieren. Michael, wie sieht deine Zukunft aus, der Mobilität? Ich hätte es besser nicht sagen können. Also zusammengefasst, Mobilität für die Menschen halt auch und für die Umwelt, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem richtigen Weg und nicht für die Autos, ne? Also das ist sozusagen der große Unterschied. Also wir haben in Deutschland eine Autonation, haben viel für diese Autoinfrastruktur gebaut. Die Infrastruktur selber können wir ja nutzen, um daraus Mobilität für die Menschen und für die Umwelt zu gestalten. Und das wäre mein großer Wunsch für die Zukunft. In dieser Folge gab es viel Optimismus für die Entwicklung der ländlichen Räume. Daran wollen wir anknüpfen. Emmet organisiert am 25. August in Berlin ein Ideensprint. Hier arbeiten wir einen Tag lang intensiv an Mobilitätslösungen für alle, die zufällig gerade nicht in Berlin, Hamburg oder München wohnen. Wenn Sie bei dieser Challenge dabei sein wollen, sichern Sie sich einen der letzten Plätze unter dem Link in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal bei Emmet in Transit. Emmet in Transit ist der Podcast der M-Fund Begleitforschung des unabhängigen Thinktanks iRights Lab und wird gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Redaktionelle Umsetzung und Produktion iRights Lab, Henrik von Holtum und Jan-Paul Herzer. Mehr Infos auf emmet.io und irights-lab.de. Die Episoden stehen unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung.